you want to know is secret. Willkommen zu meinem allerersten StarCraft Let's Play. Ich habe mir das Spiel vor knapp 2 bis 3 Jahren mal zugelegt, aber bis jetzt noch nie so wirklich gespielt. Und dachte mir, ich fange einfach mal an, die Kampagne zu spielen, damit ich die Story so ein bisschen kennenlerne. Und wir fangen einfach mal eine ganz neue an. Auf normal, denke ich. Man kann es bestimmt hier noch umstellen. Und ja, auf geht's. Es heißt, ein Mann kenne sich selbst nicht wirklich. Bis man ihm seine Freiheit nimmt. Ich frage mich, wie gut kennen Sie sich selbst? Sträfling 626, Mörder, Pirat, Verräter. Heute kommen Sie frei. Doch Sie werden bald sehen. Selbst Freiheit hat ihren Preis. Ihr Gefängnis begleitet sie. Diese Rüstung wird ihre neue Zelle. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Krieg zieht auf. Mit all seiner Pracht. All seinen Schrecken. Mr. Findlay, Ihre Freiheit wartet. Verdammt, wurde aber auch Zeit. Mazara. Jetzt bin ich mal gespannt. Zum Anfang habe ich ja schon mal gespielt, aber halt noch nicht viel. Jetzt muss noch der Ladebalken endlich zu Ende laden. Dauert aber auch wieder. Na, was ist, wenn wir das erste Mal laden, wahrscheinlich immer so. Jim Rayner stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Liga dar.
ist ein skrupelloser, gesetzloser Rebell. Darauf aus, im gesamten Sektor Angst und Unfrieden zu verbreiten. Eine Bande von Halsabschneidern haben bereits 6 Welten zur offenen Rebellion verleitet. Und der Ich bin noch lang nicht fertig mit dir, du miese Drecksau. Adjutant, sind meine Truppen schon einsatzbereit? Ihre Streitkräfte sind bereit und erwarten Ihre Befehle, Commander. Taktische Daten werden soeben hochgeladen. Gut. Es ist der Zeit, dass die Revolution mal einen Gang zulegt. Ja, dann legen wir nochmal los. Der Tag der Befreiung. Zerstören Sie den Außenposten der Liga. Auf geht's. Adjutant, wo schlagen wir als erstes zu? Die Streitkräfte der Liga haben in der Siedlung Backwater Station ein Logistikzentrum errichtet. Dieser Ort ist zum Ausgangspunkt aller Operationen auf Mossara geworden. Die Liga hat kürzlich Truppen aus der Stadt abgezogen und sie sind jetzt geschwächt. Und? Kooperieren die Einwohner? Es ist bekannt, dass die Bewohner von Backwater Station gegen die Liga sind, aber ihnen fehlen Waffen und Organisation. Wenn ich es schaffe, Mengs sein Hauptquartier abzujagen, wird ihn das auf diesem Planeten für eine Weile außer Gefecht setzen. Schiff startklar machen! So, die derzeitige Mission, der Tag der Befreiung. Gut, dann machen wir uns mal startklar. Es dürfte ja nicht allzu schwer sein, dass ja die allererste Mission ist, aber wir machen es aber mal. Lädt das wieder so lang? Wie gesagt, beim allerersten Mal laden wahrscheinlich liegt es daran, weil sonst lief es eigentlich immer ziemlich schnell. Ja, jetzt geht's durch. Gut. Auf geht's. Da kommen wir angeflogen. Auf geht's, Jungs. Lasst uns den Leuten hier mal zeigen, dass sie vor der Liga keine Angst haben müssen. Ja, super, dann mach uns doch mal auf den Weg. Du kannst auf mich zählen. Oh süß, ein Hündchen. Dass das hier noch herumläuft. Tutorial-Videos, nein danke, ich spiele lieber so. Achtet auf Abstand und haltet die Augen offen. Alles klar, Chef. Bewegung! Geht bloß nicht diese Straße lang! Ach, das ist schon nicht so schlimm. Du kannst auf mich zählen. Ah, unsere ersten Gegner, böse Liga. Aber naja, das war's auch schon. Aber wir werden sicher halt noch mehr kommen. So, wo steht denn hier eine Kuh rum? Naja. Habt ein wachsames Auge auf eure Nachbarn. Aufrührer werden unsere Fortschritte nur aufhalten. Commander, das Zerstören der Holobots wird dabei helfen, eine Rebellion gegen die Liga auszulösen. Wieder dumm. Wenn es denn so stark geht, dann kann man das nicht mehr sehen. Boom, das war die 1 von 6. Klingt gut. Raiders rocken. Wir rocken den ganzen Tag. Wo sind die alle hin? Ah, neuer Gegner. Lebt aber auch nicht lange. Wir sind zwar jetzt in der Überzahl, aber. Mein Gott, so ist das halt. Das sieht langsam richtig übel aus. Richtig übel, ja. Wir sind im Krieg, da ist das immer richtig übel. Das sind aber jetzt echt viele. Dann wird's Zeit, die spezielle Lieferung, von der wir gesprochen haben, anzufordern. Ach, Verstärkung, ja, Verstärkung. Jetzt ist es wirklich was anderes. Die Kavallerie ist da. So, das ist Nummer 2 von dem Rollobot. Muss kein. Hier unten ist eins. So, machen wir hier unten direkt noch die 3. Jetzt sag schon an. Das ist Rainer, der meistgesuchte Mann der Liga. Ja, ich bin der meistgesuchte Mann der Liga. Rainer. Oh Mann, Mann. Das war die 3. So, was haben wir hier unten noch? Klingt gut. Raider
das rocken. Ah, hier ist noch eins, okay. Ich trete euch in den so, das ist denn die Nummer. Ja, 4 ist das jetzt, genau. Ah, ne, noch nicht fertig. So, Nummer 4. So, Nummer 4. Das ist gar nicht gut. Warum ist das gar nicht gut? Doch, das wäre meine Aufgabe. Klingt gut. Endlich, da sind sie. Es gibt was zu essen, wenn ihr an der Ausgrabungsstelle angekommen seid. Mein Bruder ist letzte Woche zur Mine gegangen und ist seitdem verschwunden. Oh, oh, der will leider abhauen. Das endet bestimmt nicht gut. Da will einer abhauen. Schießen auf Zivilisten. Bewegung. Ja, das geht gar nicht. Da müssen wir mal einschreiten. Das geht so nicht. Jetzt stehen zwei ganzen Zivilisten alle im Schussfeld, aber gut. Dann scheint ihn ja nichts anzuhaben. So. Dass sie uns nicht vergessen würden. Alter, vorne werden noch mehr Leute gefangen. Wir sind schon auf dem Weg. Und hier ist Nummer 6. Dann haben wir das Bonusteil auch fertig. Super. Marshal Raider, Sie haben wir hier schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Wir helfen euch, Raiders. Dies ist Sperrgebiet. Ihr Aufständischen steht unter Arrest. Oh, ich glaube eher, dass ihr uns nicht so viel anhaben könnt. Raider. Oh, da ist auch noch einer. Auf Zivilisten schießen, glaube ich, sagt. Geht ja gar nicht. Warum müssen wir eigentlich doch das hier. Ah, ja, Logistikzentrum angreifen. Es fällt und fällt und fällt. Und bumm. Das war's. Das ging jetzt echt schnell. Ja, das war die erste Mission. Der Tag der Befreiung. Dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle einfach mal Schluss, weil ich weiß nicht, wie lange die andere Mission dauert und schaue ich mir vorher vielleicht nochmal an. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.